Hallo liebe Kinder, herzlich willkommen zum sechsten Video in unserer Reihe Instrumente basteln. Ja, in diesem Video geht es gar nicht so sehr um Instrumente, sondern um einen wichtigen Rohstoff, ja, um ein Hilfsmittel, welches wir auch zum Instrumentenbasteln benutzen können. Ihr kennt bestimmt alle Knete. Und diese Knete kann man auch mit ganz einfachen Dingen selber herstellen. Ihr seht, ich habe das schon alles zurechtgelegt. Da ist ein bisschen Weizenmehl, Wasser, ganz normales Salz, ein bisschen Pflanzenöl und das mische ich jetzt alles zusammen. 3 große Esslöffel Mehl, 1,5 Esslöffel Salz, dann ungefähr 1,5 Teelöffel, 2 Teelöffel Pflanzenöl und dann rühre ich das erstmal alles um und dann gebe ich da gleich Wasser hinzu. Ihr seht, das wird ganz schnell klumpig, aber wenn man nachher das Wasser da reingibt, dann wird das auch ganz glatt und vor allen Dingen müssen wir das dann nachher auch schön kneten. Ich habe jetzt nur sehr wenig Knete gemacht, weil wir für das Instrument, wofür ich die benutzen will, nicht viel Knete benötigen. Wenn ihr aber für eure Spielkiste ein bisschen Knete machen wollt und dann ein bisschen mehr Knete braucht, nehmt einfach dementsprechend mehr Zutaten, mehr Rohstoffe. Ihr könnt auch die Knete dann nachher aufteilen und mit Lebensmittelfarbe unterschiedlich färben. Das gibt es alles auch schon im normalen Supermarkt. Lebensmittelfarbe, die ist ganz unschädlich, genauso wie die anderen Zutaten zu unserer Knete. Ihr seht, ich habe ein bisschen Wasser dazu gegeben. Jetzt ist die Knete noch nicht Knete, sondern eher so ein Brei. Also noch ein bisschen Mehl dazu. Seht ihr? Das tropft eher, als dass es festklebt. Ein bisschen Mehl weiter feste umrühren und dann nachher kneten. Und dann ist die Knete fertig. Und wofür wir diese Knete dann brauchen, das zeige ich direkt im Anschluss in einem anderen Video. Aber die Anwendungsmöglichkeiten, die sind sehr vielfältig. Neben Spielen könnt ihr auch bei der Panflöte vielleicht das untere Ende mit der Knete dicht machen, wobei die Lösung mit dem Holzdübel da wirklich geeigneter ist, weil die macht das Papierröhrchen wirklich ganz dicht. So, ich rühre und rühre und rühre, aber so richtig knetemäßig ist die Masse noch nicht. Vielleicht muss ich noch ein bisschen Mehl dazugeben und kräftig weiter umrühren. Ihr seht, ich habe jetzt da eine Gabel zu benutzt. Das ist ein bisschen günstiger, aber ein bisschen Mehl brauche ich, glaube ich, trotzdem noch. Jetzt aber ganz wenig, dass es nicht zu zäh wird und zu trocken. Und ihr seht, jetzt bleibt die Masse schon an der Gabel kleben. Ich werde das jetzt noch ein bisschen durchkneten, dafür aber an meine Hände noch ein bisschen Mehl dran machen, dass es nicht allzu doll kleben bleibt. Und dann ist unsere Knete fertig. Ja, ihr seht, die Unterlage ist voller Mehl und voller Mehlreste. Die kann ich jetzt noch schön mit dem Kneteballen aufheben und jetzt knete und rolle ich noch ein bisschen und dann werden wir gleich unser Doppelrohrblattmundstück, was wir im vorherigen Video hergestellt haben, werden wir mit der Knete umwickeln und in eine Papierhülse, die ihr ja auch mittlerweile sehr gut alleine machen könnt, reinstecken und dann haben wir ein Doppelrohrblattinstrument. Aber nun erstmal viel Spaß beim Knete selber machen. Und bis gleich beim Video 7, wo es um das Doppelrohrblattinstrument geht. Tschüss!